Dieses Wochenende ist es soweit, nämlich dieses Wochenende kriegen wir endlich das Finally 3.3 Notruf Hamburg Update. Und dieses Update wird natürlich voller Sachen beinhalten, zum Beispiel die Kirche. Wir wissen ja, wir zum Beispiel, die es nicht mitbekommen haben, wir werden hier an diesem Ort, Platz in diesem Geschehen, hier neben dem Gefängnis eine Kirche bekommen. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall an der Kirche ein bisschen Roleplay-Action machen. Beweis, dass wir die Kirche auch sogar löschen als Brand. Mit der DLK, die eventuell erst später kommen wird, aber wenn sie kommt, dann eventuell die Kirche auch löschen könnten sogar, weil dafür wäre ja auf jeden Fall die DLK gut, weil die anderen Gebäude sind ja nicht so hoch, außer jetzt vielleicht diese Mehrfamilienhäuser da hinten, aber sonst gibt es hier keine großen Gebäude in Notruf Hamburg, aber auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, dass in der Zukunft deswegen die Kirche bekommen, nicht aus religiösen Zwecken, sondern dass wir einfach in der Zukunft was haben, womit der DLK dann auch endlich mal das Feuer löschen können, auf einem großen Gebäude, wo die DLK exklusiv nur dafür gebraucht wird, um das Gebäude zu löschen. Wäre auf jeden Fall sehr geil, wenn das wirklich so der Plan ist und ich eventuell schon vorausgesehen habe, wie die DLK genutzt werden soll. Aber wenn das wirklich der Fall ist, dann würde es auf jeden Fall mich sehr freuen, wenn wir dann die Kirche auf jeden Fall löschen könnten hier in Notruf Hamburg. Und auch die andere leere Fläche hier nebenan wird natürlich auch noch hier besetzt, denn ich kann kurz ganz nah ranzoomen in das Fan-Leak-Bild. Mir ist mir auch nachher erst im Schnitt aufgefallen, dass das eine Fußgängerzone wird. Wir werden ein neues Schild bekommen, nämlich eine Fußgängerzone, wo wir einfach eine Fußgängerzone bekommen werden und das ist sehr, sehr interessant. Also wir werden eventuell doch, wie vermutet, eine ganz große, ja, Fläche bekommen, wo wir halt drauf laufen können. Aber ich hoffe mal, dass diese ganz große Fläche jetzt nicht zu groß ist oder zu leer ist. Weil wenn das wirklich so leer aussieht, ist es natürlich auch wieder lame. Was ist das für eine Fußgängerzone dann? Aber auf jeden Fall ist auch, wie gesagt, in dem einen Sneak Peek ganz in der Ecke eine Fußgängerzone auf jeden Fall auch geleakt worden. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ob man dann mit dem Auto durchfahren kann oder nicht. Denn es ist ja immer so, dass man mal Fußgängerzonen da auch mit dem Auto durchfahren kann. Natürlich nur um ein zu beladen, natürlich ist ja klar. Aber auf jeden Fall, das werden wir auf jeden Fall auch bekommen. Was auch noch interessant ist, dass wir natürlich auch hier und da ein paar neue Features bekommen. Nämlich als erstes, wie wir es wissen, bekommen wir natürlich den Polizeibus und da habt ihr schon fleißig in den Kommentaren geschrieben vom Polizeibus, dass es ein Mannschaftstransportbus ist. Das heißt, es ist kein Knastbus, wie ich schon vermutet habe, dass es nichts mit dem Knast zu tun haben. Es ist ein Mannschaftstransportbus, wo dann ganz viele Polizisten in diesen Bus reinpassen. Kein Plan, wer den hier in Notruf Hamburg nutzen wird, richtig. Vielleicht für RP, aber ein Gefängnisbus wäre eventuell geiler, aber ja, man kann es ja auch so gesehen als Gefängnisbus auch ausnutzen. Also so schlecht ist es auch wieder nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein Mannschaftsbus und kein Gefängnisbus, den wir kriegen werden, auf jeden Fall hier in Notruf Hamburg. Aber natürlich gibt es auch noch neue Features, die nicht gezeigt wurden, aber im Chat von den einen oder anderen hier geleakt wurde. Nämlich zum Beispiel von Felix wurde folgendes mal geleakt in den Chat. Nämlich einer hat gefragt, Felix, ist eine Alternative zur Car-Hitbox schon am Testen oder so? Weil wenn ihr wisst, ne, die Car-Hitbox, wenn man hier mal guckt, die ist jetzt hier gerade nicht so präzise, wie man hier sieht. Gegebenenfalls, wenn man Leute, ja, aus dem Auto rausschießen will, weil man kann ja Leute nicht mehr raus tasern, ne? Muss man meistens auf die Felgen schießen und das, Leute, braucht auch schon gefühlt Ewigkeiten. Und dann muss man diesen komischen Trick machen mit dem Placement, dass man die Stopsticks ganz weit setzt und damit den Wagen aufhält. Ist zu sehen auch nicht realistisch, aber die einzige Methode, aktuell Leute oder Kriminelle in Autos halt rauszubekommen oder rauszukriegen. Und da wurde dann sich anscheinend eine neue Methode ausgedacht, die sehr, sehr interessant ist, die ich auch sehr toll finde hier. Nämlich in Notruf Hamburg haben wir natürlich hier keine Interieurs. Das heißt, wir haben hier eine schwarze Scheibe und das war es dann auch schon. Weil wenn wir einsteigen, dann sieht man mich halt nicht. Außer jetzt bei mir, weil ich meine Sprechblase da oben habe. Aber sonst wird man nicht sehen, ob da jetzt einer im Auto schimmelt oder nicht. Und das Ding ist, damit als Beispiel, wir wissen, dass einer im Auto und wir wollen diese Person jetzt rausholen. Dann, wie gesagt, haben wir entweder die Stopsticks-Methode, die am effizientesten ist bei Kriminellen, oder wenn sie zu lost sind oder auch immer, sich einfach hier ranstellen, in den Handschellen und die dann handcuffen, was aber trotzdem irgendwie halt dann auch wieder, naja, sehr nervenzerraubend ist. Aber auf jeden Fall wurde geleakt dann von Felix darauf. Auf meiner Liste steht das auch, das steht drauf, das so zu machen, dass man weiterhin auf Leute in Autos schießen, aber nicht tasern kann, aber mit reduziertem Damage. Und das ist halt vom 2.12. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das eventuell mit diesem Update hier reinkommt, weil es ein großes Feature ist und es eventuell halt ein dickes Update werden soll, dann können wir auf jeden Fall vermuten, dass wir eventuell, wirklich eventuell, dieses Feature bekommen, dass wir durch die Scheiben schießen könnten. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich meine, ist auch eigentlich nicht so krasser Aufwand, denn das müsste eigentlich ganz einfach sein, indem man einfach so eine Art Group Collision dem Fahrzeug gibt und dass man dann einfach durch die Scheiben dann halt schießt.
Das wäre auf jeden Fall mega cool, wenn das, wie gesagt, dieses Update kommen würde. Weil wir wissen ja, es gibt ja auch Leaks zu neuen Waffen, zu einem richtig fetten Maschinengewehr. Und ich vermute halt mal, dass das Update, das wir vor kürzlich oder ein bisschen, das, ja okay, ein paar Wochen schon länger her, also wenn wir das Update, das wir bekommen haben, so ein kleiner Zwischenstopper war für das, was dann wirklich kommt, dass wir halt nicht noch zu länger warten müssen. Denn wie gesagt, ich glaube, dass das Maschinengewehr auch kommen wird, weil wenn man hier schon so krasse neue Sachen wie ein Bus und sowas reinbringt, dann brauchen wir auch dicke Waffen. Natürlich werden diese dicken Waffen auch OP sein und dann natürlich viel Geld kosten, ist ja klar. Ne? Und wenn man da ein bisschen hops genommen wird, tut es natürlich noch mehr weh. Aber das auf jeden Fall wäre sehr, sehr cool, wenn das dann dazu mit reinkommen würde. Was auch 100% bestätigt ist, auf jeden Fall, was in diesem Update, an diesem Wochenende kommt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nerviger Bug. Nämlich, ihr kennt es sicherlich, ihr habt hier euer Auto und sowas, ihr geht jetzt rein, wollt sofort losfahren und dann fährt ihr los. So, das ist ganz normal, das ist halt Notrufhamburg so. Aber Leute, manchmal haben wir den Bug, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, hier an der Kante. So, ich stehe an der Kante hier und ich versuche mal jetzt mal nachzustellen. Hoffentlich funktioniert das. Mal gucken. Ah, nee, okay, hat nicht funktioniert, aber ich kenne zum Beispiel, meistens aus meinen Livestreams kenne ich das, dass wenn man hier mit dem Auto steht, das Auto einfach nicht losfahren will. Das heißt, man muss wieder aussteigen und muss wieder halt einsteigen. Und erst dann kann man das Auto fahren und da geht wirklich sehr viele wertvolle Zeit halt flöten. Und das ist, wie gesagt, sehr nervig und ist auf jeden Fall safe. So hat es doch Felix gesagt, auf jeden Fall noch heute sogar um 8.19 Uhr fixed in the next update. Das heißt, in diesem Update, was wir vielleicht eventuell sehen werden, ist dieser Bug gefixt. Ich finde, der ist sehr, sehr nervig und auch sehr, sehr, ja, häufig aufgetreten. Also das ist ein toller, ja, tolle News, dass dieser Bug auf jeden Fall gefixt wird in Notruf Hamburg. Und ich war mal so, das war auf jeden Fall nötig, weil im Livestream war es echt schon manchmal sehr, sehr höllisch nervig. Und ihr könnt in den Kommentaren schreiben, ob ihr diesen Bug auch öfters hattet oder nicht. Und dann haben wir noch einen, ich sag mal jetzt so kleinen, inoffiziellen Leak, nämlich den von Bendis, nämlich er hat gesagt, dass wahrscheinlich kommt es dieses Wochenende, das Update, nämlich hier steht es, wie gesagt, ne, wahrscheinlich kommt das Update dieses Wochenende. Und ich sag mal so, es wäre auf jeden Fall, wenn es wirklich wahrscheinlich ist, sehr toll, wenn das Update diese Woche kommen würde, weil, naja, es ist schon lange her, der Hype darum ist schon extrem aufgebaut und wer weiß, vielleicht wird es halt dieses Wochenende kommen oder so. Schreibt mal in den Kommentar rein. Glaubt ihr, dass das Update kommt dieses Wochenende? Ich hoffe es mal, weil, wie gesagt, wenn es wieder mitten in der Woche wäre, dann wäre das halt nicht so geil, weil mitten in der Woche, da sind halt die wenigsten aktiv. Außer die geben halt irgendwie darauf halt einen feuchten Furz und sagen, ja, geht, dann updaten wir das halt in der Woche, was aber nicht so smart wäre, weil wenn man die maximale Effizienz aus dem Spiel rausholen will, wäre es natürlich smart, das am Samstag oder Sonntag zu launchen, weil dann das Update natürlich auch dann mehr Leute an sich zieht. Aber schreibt mal in den Kommentar rein, was glaubt ihr, wird noch alles im Update kommen? Und glaubt ihr, ob das Update ob dieses Wochenende kommt oder ob das alles wahrscheinlich nur eine Wahrscheinlichkeit ist? Auf jeden Fall schreibt mal in den Kommentar rein. Ich bin gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren. Und wir sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Eventuell beim Update oder beim Stream. Wir werden es sehen. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Und ciao!